und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns vorm Eingang zum Turm von Aetherium und jo, da gehen wir mal rein. Denn wir sollen mit Sotasil sprechen. Der sollte sich irgendwo hier befinden. Ich klaue mir nochmal eben die ganzen Sachen aus den Fässern. Und geh mal runter. Da ist er. Wie auffällig. Der Ritenmeister hat mich ungewöhnlich lange warten lassen. Doch nun erscheint statt Iachisis die Retterin der Stadt der Uhrwerke. Das lässt für mich nur einen einzigen Schluss zu. Der Ritenmeister ist nicht aus der Traumhöhle zurückgekehrt. Der Ritenmeister ist tot. Nocturnal hat ihn getötet. Das ist bedauerlich. Ich habe meine seltenen Gespräche mit Iachisis genossen. Na, nun. Entschuldigt mich jetzt bitte. Ich habe vor meinem Aufbruch noch Vorbereitungen zu treffen. Ihr wollt einfach gehen? Aber ich dachte, ihr hättet Wissen, dass ihr mit dem Ritenmeister teilen wolltet. Das will ich und das habe ich. Aber der Ritenmeister ist nicht mehr in der Lage, dieses Wissen zu empfangen. Also noch einmal, wenn ihr mich jetzt bitte... Das hier hängt damit zusammen, was in der Stadt der Uhrwerke geschehen ist, oder? Ihr müsst es mir sagen. Eine Forderung? Spannend. Eure Annahme trifft zu. Nocturnals wahre Absicht hinter ihrem Vordringen in mein Reich bestand darin, mein Geheimnis zu stehlen, wie sich Lebenskraft als Machtquelle nutzen lässt. Ich vermute, sie plant, meine Technik einzusetzen, um die Wirkung des Kristallturms zu verstärken. Was geschieht, wenn die Wirkung des Kristallturms verstärkt wird? Der Kristallturm existiert auf mehreren Ebenen der Wirklichkeit gleichzeitig und verfügt über Fähigkeiten, die wir nicht völlig verstehen. Wir müssen davon ausgehen, dass Nocturnals Möglichkeiten endlos sind. Ich schlage vor, ihr sucht Valsiren auf und informiert sie über diese Entwicklung. Nocturnal arbeitet nicht mehr mit den anderen dädrischen Fürsten zusammen. Ich kann kaum glauben, dass Nocturnal, Mephala und Vile überhaupt so lange zusammengearbeitet haben. Dädrische Fürsten sind nicht gerade für ihre Bereitschaft bekannt, Dinge zu teilen. Mit dem Herz kommt Nocturnal der Herrschaft über den Turm einen Schritt näher. Warum ist das Herz so etwas Besonderes? Das durchschaubare Gesetz, der Kristall an der Spitze des Kristallturms, verankert das metaphysische Bauwerk in allen Wirklichkeiten. Mit dem Herz kann sie den Kristall wiederherstellen, seine Fähigkeiten nutzen und sich selbst zur Herrin des Turms aufschwingen. Wie kann der Kristallturm auf mehreren Ebenen zugleich existieren? Der Turm überspannt alle Wirklichkeiten. Sein wahrer Zweck geriet im Lauf der Jahre in Vergessenheit. Doch man vermutete, dass er eine Art Wachturm war. Ein Tor überall hin. Man darf also davon ausgehen, dass der Turm womöglich der Schlüssel zur Allgegenwart ist. Inwiefern hilft das Nocturnal? Stellt euch eine dädrische Fürstin vor, die ihren Einfluss zu einem bestimmten Zeitpunkt über das gesamte Multiversum ausbreiten kann. Nocturnal könnte wahrlich unendlich werden. Wenn ihr das gelänge, würde sich ihre Macht entsprechend vervielfachen. Sie wäre schlichtweg grenzenlos. Ja, dann werden wir wohl... Ihr müsst zu Valsirens Arbeitszimmer kommen. Cool. Es gibt ein Problem. Ja. Es ist echt groß. Ritter Meridias, bleibt und sprecht mit mir. Ja, aber sprecht erstmal kurz mit mir. Ich sage es nur ungern, aber ich glaube, eure Freundin Valsiren ist durchgedreht. Sie... Nun, ihr solltet in ihr Arbeitszimmer gehen und euch das selbst ansehen. Okay, ich war gerade eh auf dem Weg dorthin. Gegenüber.
Sie ist durchgedreht. Was macht sie denn? Wirft sie gerade alle Möbel um oder so? Oder sie wirft ihren Nochmann. Hört auf! Ihr bringt ihn noch um! Schön! Soll unsere Freundin das Verhör beenden? Was ist passiert? Das ist lächerlich. Warum hätte ich mir wünschen sollen, dass Iachesis Schaden nimmt? Er war mein Freund. Er hat versucht, meine Tochter zu retten. Wenn meine Frau einen Streit will, könnt ihr ihr aber ausrichten, dass ich ihr da gern entgegenkomme. Nocturnal hat eure Fürstin verraten, als sie den Ritenmeister tötete und sein Herz an sich nahm. Wovon redet ihr da? Nocturnal, Mephala und Clavicus Vile sind Partner in dieser Angelegenheit. Deshalb haben unsere drei Sekten auch den Hof des Aufruhrs gebildet. Drei dädrische Fürsten, die zusammen daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich sah Nocturnal, Mephala und Vile aus ihrem Reich verbannen. Ich glaube nicht, dass sie noch ein Teil eurer Truppe ist. Nein, das kann nicht stimmen. Warum sollte sie die Triade so verraten? Es sei denn, ihr müsst mich Arteum verlassen lassen. Ich muss Kontakt zu meiner Fürstin aufnehmen. Verratet mir, was die Fürsten ursprünglich geplant haben. Oder ich überlasse euch wieder Walsiren. Hört zu. Ihr müsst mich nach Sommers End zurückkehren und meine Fürstin warnen lassen. Lasst mich gehen und ich überzeuge Mephala davon, euch zu helfen. Ihr werdet meine Fürstin brauchen, falls ihr wirklich plant, es mit Nocturnal und dem Kristallturm aufzunehmen. Seht es als eine Zweckehe. Was, Freierat, muss ich mich auch noch? Erzählt mir zuerst vom ursprünglichen Plan der Triade. Müssen wir das wirklich alles noch einmal durchgehen? Mephala und die Triade wollten Orte der Macht in ihren Besitz bringen. Die Stadt der Uhrwerke, den Kristallturm. Alles, was sie einsetzen könnten, um die Regeln der Wirklichkeit zu verändern und die Welt umzugestalten. Sie wollten die Dinge verbessern. Warum würde Nocturnal die Triade verraten und das Herz an sich nehmen? Ich habe immer noch nur euer Wort, dass meine Fürstin verraten würde. Aber ich spiele mit. Dädrische Fürsten sind es nicht gewohnt, zusammenzuarbeiten. Wenn Nocturnal das Herz des durchschaubaren Gesetzes erlangt hat, kann ich verstehen, warum sie lieber ihre eigenen Wege geht. Ihr meint also, dass sie das Herz verwenden will, um den Kristallturm zu übernehmen? Ich nahm an, die Triade müsste zusammenarbeiten, um die Kontrolle über den Kristallturm zu erlangen. So hatte ich das immer verstanden. Da sie es eigenmächtig versucht hat, muss Nocturnal noch eine andere Quelle der Macht gefunden haben. Wie hatten die Fürsten vor, den Kristallturm zu betreten? Der Kristallturm hat seinen eigenen Schutz. Aber wir wissen, dass dieser durch die Entfernung des Herzens des durchschaubaren Gesetzes geschwächt wurde. Wir haben dennoch versucht, die entschlossenen Diamanten zu erlangen. Die Turmschlüssel der Sapiarchen. Also ohne die Schlüssel der Sapiarchen kann Nocturnal den Kristallturm nicht betreten? Das habe ich nicht gesagt. Nocturnal hat das Herz und ihre Macht als dädrische Fürstin. Es wird nicht leicht für sie werden, aber sie wird in der Lage sein, den Kristallturm zu betreten. Ihr hingegen werdet Hilfe brauchen. Was mich zu meinem Angebot zurückbringt, geht ein Bündnis mit meiner Fürstin ein. Was geschieht nun mit dem Hof des Aufruhrs? Welcher Hof des Aufruhrs? Ihr habt euch um Clavicus Viles Grafen gekümmert und ich bin euer Gefangener. Der Hof liegt in Trümmern, ebenso wie die Triade, wenn man euren Worten glauben kann. Aber hütet euch vor Nocturnals Champion. Ihre Gräfin wird nicht so leicht fallen wie Tilkala und ich. Ja, Walsirin. Leighton ist eine Hülle des Manns, in den ich mich einst verliebte. Wir können keinem seiner Worte trauen. Nein, wir müssen uns selbst darum kümmern. Und der Schlüssel dabei ist es, den Kristallturm zu erreichen, bevor Nocturnal das gelingt. Sotasil meint, dass Nocturnal sein Geheimnis gestohlen hat, wie sich Lebenskraft als Machtquelle nutzen lässt. Nur eine weitere grauenhafte Neuigkeit in einer ansonsten auch schon grauenhaften Lage. Nur umso mehr Grund, dass wir uns zum Kristallturm aufmachen.
Mein letzter Stand ist, dass die Sapiarchen versucht haben, möglichst rasch zwei neue Turmwächter auf ihre Rolle einzustimmen. Wir müssen sehen, ob sie Erfolg hatten. Wo führen die Sapiarchen das Einstimmungsritual durch? Wahrscheinlich am Torhaus des Kristallturms nordöstlich von Lilandril. Die Vollendung des Rituals dauert in der Regel ein Jahr und einen Tag. Aber die Sapiarchen haben sich zähneknirschend auf einen Versuch eingelassen, den Vorgang zu beschleunigen. Wir sollten uns umgehend aufmachen. Ich treffe euch am Torhaus des Kristallturms. Oriandra, wir treffen Darien am Torhaus des Kristallturms. Behaltet Layton im Auge, während wir weg sind. Der Arme. Na gut, dann machen wir uns mal auf und... Ist da hinten was zu lesen? Das flackerte hier so komisch. Nee, ist nur ein bisschen Licht. Dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. So, wir sind da. Ich lege mal kurz den Wegschrein hier frei. Und wir müssen hier oben hin, denke ich mal. Kein Hinhalten mehr! Hoppala. Sagt Ras, was im Kristallturm vor sich geht! Sofort! Steigt auf den Wachturm und schaut es euch an! Warum habt ihr ihm das gesagt? Seine Zähne waren sehr scharf, Tumbadoril. Seine Zähne waren sehr scharf. Oh, hallo Kätzchen. Ras? Hallo? Ras, ich soll mit dir sprechen. Der ist doch gerade noch vor meinen Augen hier reingelaufen. Ach so, der ist oben. Moment. Dann gehen wir auch hoch. Der Kristallturm sollte das nicht machen, oder? Der Turm begann kurz vor eurer Ankunft zu leuchten. Okay. Ras war in der Nähe, als er hörte, dass Sapiarchen etwas am Kristallturm geplant haben. Dieser hatte nicht erwartet, dass der Turm zu leuchten beginnt. Er hofft, dass es das Werk der Psychiker ist, ja? Nein, das ist etwas Schlimmeres. Ras spürt es in den Pfoten. Mhm. Nocturnal hat das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Dies könnte ihr Werk sein. Dädrische Fürsten, Ras hasst diese Dinger. Und dieser geht davon aus, dass es schlecht für Sommersend wäre, wenn Nocturnal die Kontrolle über den Kristallturm übernimmt, ja? Sotasil sagte, sie könnte den Kristallturm nutzen, um unendliche Macht zu erlangen. Das bedeutet also ein Ja bei der Frage, ob das schlecht für Sommersend ist. Unendlich. Eine so große Zahl, dass Ras schwindelig wird, wenn er versucht, an sie zu denken. Also, was sollen wir dagegen tun? Ihr habt einen Plan, um doch noch den Sieg davon zu tragen, ja? Aber immer doch. Die Sapiarchen versuchen, ein neues Wächterpaar zu erschaffen, damit wir den Kristallturm betreten können. Das machen die Sapiarchen also am Torhaus. Ras hätte es wissen sollen. Bei Magie steht diesem immer das Feld zu Berge. Na gut. Gehen wir zum Torhaus und finden heraus, wie die Sapiarchen vorankommen, bevor der Turm noch mehr Schaden nimmt. Lasst uns zum Torhaus gehen. Der Turm! Was geschieht hier? Ras hält das für schlecht. Ja. Kommt, meine Freundin, zum Torhaus. Irgendwie sieht das schlecht aus. Da hast du recht, Ras. Können wir jetzt wieder? Nee, ist immer noch leer. Okay, schade. Wäre auch unlogisch. Ich weiß. So, Torhaus. Moment. Das ist hier oben. Es sieht nicht gut aus im Moment. Oh, hi. Euch habe ich jetzt nicht gesehen. Ganz leid. Tut mir leid. Müssen wir heute alleine spielen. Konzentriert! Der Diamantschlüssel! Er verschmilzt nicht mit mir! Versucht es weiter! Wir müssen die Tore aufhalten! Uns läuft die Zeit davon. Die Sapiarchen haben ihr Ritual noch immer nicht vollendet und nun hat Nocturnal einen Angriff gegen sie begonnen. Ich habe Darien und Rasumdar losgeschickt, sie zu verteidigen, aber es kommen immer weiter, Daedra. Was soll ich tun? Ich bleibe hier und versuche, Unterstützung beim Ritual zu leisten. Ihr zieht los, um Darien und Rasumdar zu helfen. Wir müssen den Sapiarchen genug Zeit verschaffen, um die Diamantschlüssel einzustimmen. Erzählt mir mehr über dieses Ritual.
Während die Sapiarchen hier daran arbeiten, sich auf die entschlossenen Diamanten einzustimmen, führen andere Sapiarchen Teile des Rituals auf der Nord- und Südplattform durch. Nocturnal hat Daedra entsandt, um die Ritualplattformen zu stören. Ihr müsst sie aufhalten. Okay, nichts leichter als das. Das sind wahrscheinlich die Plattformen, denke ich mal. Komm mit, Basti. Bleib bei der Sache, Sapiarch. Wir erledigen die Daedra. Hallo? Darin, warum ziehst du ein Schwert? In dem, okay. Diese Plattform ist sicher. Geht! Ich mache hier alles fertig. Okay, wir kümmern uns um die nächste. Basti bei Fuß. Wir müssen kämpfen. Wir müssen beschützen. Wir müssen mal wieder die Welt retten. Wie immer. Oh, beendet das Ritual. Wir schützen euch. Noch mehr? Oh, freilich endlich. Alter, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Nope. Diese Plattform ist sicher. Geht, geht. Ab hier übernimmt Raas. Wohin, wohin? Achso, in die Mitte. Okay. Okay, Raas, übernimm das. Ich kümmere mich um die Mitte. Valsirin? Die Energie. Bricht. Sie ist irgendwie falsch. Nein, ich glaube, es funktioniert. Oh! Verdammt! Nein! Das war unerwartet, ja? Die Sapiarchen sind tot. Was machen wir jetzt? Valsirin? Ich wusste, das würde nicht funktionieren. Das Ritual der Sapiarchen zu beschleunigen war bestenfalls ein Schuss ins Blaue. Wir hätten das Konklave von Anfang an einer Lösung arbeiten lassen sollen. Die Psychiker hätten herausfinden können, wie man die entschlossenen Diamanten einstimmt. Ist das nicht immer noch eine Möglichkeit? Ihr habt recht. Selbst ohne den Ritenmeister können wir das noch schaffen. Ich kann die entschlossenen Diamanten nehmen und sofort nach Atheum zurückkehren. Aber... Nun, ich weiß wirklich nicht, was wir als nächstes tun sollten. Wir können das immer noch schaffen. Naja, ich bin ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich alles zu lange dauern. Ich bin dafür und irgendwie wird das sicher auch eine interessante Art und Weise sein, wie die Geschichte weitergehen könnte. Wir könnten das mit Laytons Vorschlag versuchen und uns Hilfe von Mephala und Clavicus Will holen. Nein, das war schon eine schlechte Idee, als Layton sie das erste Mal vorgeschlagen hat. Ich werde die Diamanten nach Atheum bringen und mich umgehend an die Arbeit machen. In der Zwischenzeit müsst ihr nach Alinor und die stellvertretende Königin warnen. Sie muss dafür sorgen, dass Sommers End vorbereitet ist. Nur für den Fall. Ich gehe nach Alinor und warne die stellvertretende Königin. Darien, nimmt die Diamantschlüssel. Der Psychic-Orden tut, was die Sapiarchen nicht konnten. Nein, ich bin fertig mit dem Psychic-Orden. Zu viel Tod, zu wenig Tat. Raas trifft unsere Freunde in Alinor. Ihr beide tut, was getan werden muss. Ja, alle sind ein bisschen niedergeschlagen. Ich sag mal, kann ich nicht verstehen. Aber sie haben ja alle nicht auf mich gehört, ne? Ich wollte ja eigentlich, dass wir uns mit den anderen beiden Bösen zusammentun. Weil im Falle einer Krise... Da war doch gerade ein Buch, oder? Da war gerade ein Buch. Nervt mich jetzt nicht. Ich heile mich hier gerade die ganze Zeit. Wieso heilt die sich jetzt nicht? Boah, wie oft muss man da draufdrücken? Ja, ich wollte ja, wie gesagt, die Hilfe der beiden anderen haben, weil im Falle eines Krieges ist dein Feind oder der Feind des Feindes, wenn man so will, dein Freund. Kriegsführung, Nummer, keine Ahnung was. Aber die wollen. Was war das denn gerade? Ist jemand abgehauen oder was? Oder warum kommst du mir hier so entgegengesprungen? Geht's noch? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich habe gedacht, hier ist jetzt gerade ein Angriff in Gange oder sowas. Aber das ist anscheinend irgendeiner geflüchtet, der was gestohlen hat. So wie es aussieht. Ja,
Also ich, wie gesagt, ich vertrete immer noch meine Meinung. Ich weiß, dass die uns übers Ohr halten können, aber auf mich hört ja mal wieder keiner. Dieser hat während seiner Dienstzeit als Auge der Königin schon viele bizarre Dinge gesehen. Aber das leckt echt die Glasur vom Mondzuckerkuchen. Was? Ein merkwürdiger Hund kam zu Ras und sprach mit ihm. Aha. Ein Hund hat mit euch gesprochen? Das hat Ras auch gesagt. Ein Hund. Er sprach echte Worte, laut und vernehmlich. Er gab mir eine Nachricht für euch. Der Hund sagte, dass ihr ihn in den Gärten treffen sollt, weil er euch etwas Wichtiges zu sagen hat. Ich werde den merkwürdigen Hund suchen. Ihr geht weiter und warnt die stellvertretende Königin. Ja, ja. Ras wird die stellvertretende Königin warnen. Das dürfte das Beste sein. Seid nur vorsichtig, meine Freundin. Dieser traut Hunde nicht. Insbesondere nicht solchen, die sprechen. Sprechende Tiere. Das ist so unnatürlich, ja? Ja, mein Kater, das ist so unnatürlich. Ja, der Witz war jetzt irgendwie gut. Ich weiß auch nicht. Okay, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil da braut sich doch irgendwie ein bisschen mehr zusammen, habe ich so das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass wir das alles in einer neuen Folge dann anschauen sollten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Hoffentlich mit mehr Stimme. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.